So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Silver. Den haben wir schon mal gebracht, aber mit Bloody Fox als Gast. Ja, und wir spielen jetzt hier mal weiter. Und natürlich wie am Anfang jedes Videos haben wir einen Anrufer. Ich drück den mal weiter. Guten Abend, ich bin Tom. Hast du eine Minute Zeit? Naja, aber nur eine Minute, nicht mehr. Willst du kämpfen? Es wird nicht so ablaufen wie das letzte Mal. Dies ist der Ort, an dem du mich findest. Route 33. Nein. Ja, ich finde dich. Versteck dich schon mal. Ich komme dann irgendwann nach. Bis später. Klick. Tot. Ja, ich bin auch wieder dabei. Ja, und jetzt haben wir endlich mal wieder einen Gast dabei und können jetzt weiterspielen. Ich laufe mal hier nach unten. Geh ins Menü und mach irgendwas bei meinen Pokémon. Okay, Leute, ihr habt schon mitbekommen, nicht so ganz. Ja. Ich bin so der Ersatz-Morphus, der schlechtere Morphus. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Ja. Der Ersatz-Morphus. Ja, Moment, muss ich jetzt ihn irgendwie nachmachen? Nein. Sehr, sehr geil geheilt. Sorry. Ja, das ist bei uns halt zurzeit so immer noch so ein Running Gag. Ein bisschen. Ist halt ein sehr, sehr geiler Running Gag. Sehr, sehr geil. Definitiv. Ja, wir holen uns jetzt noch ganz schnell unseren Freundesball ab, denn wir wissen natürlich, was Kurtchen uns gibt. Mhm. Hier hast du den Ball. Silverhead Freundesball. Und zwar nur einen. Ja, das ist doof, aber jetzt gehen wir gleich noch einen ab. Aber ich will unbedingt eins super. Wobei, jetzt habe ich natürlich mein Flug-Pokémon getauscht. Achso, ich muss ja erst rausgehen. Und du willst ein Zubat? Ich möchte ein X-Bat. Ja, das dachte ich mir. Ja. Aber kann X-Bat fliegen erlernen? Ja. Echt? Okay, das ist mir neu. Also später auf jeden Fall, aber ich glaube hier auch schon. Lass mich raten, du willst Zubat mit einem Freundesball fangen. Ja. Oh, what a surprise. Wie du darauf nur gekommen bist, ich glaube, das habe ich auch noch nie erwähnt. Nein. Mahagonia City. Ah, du weißt, wo du einen Zubat kriegst? Ich habe heute früh übrigens rausgefunden, dass das englische Pokémon Johto-Theme übrigens ziemlich cool ist. Ja, das hast du mir geschickt, aber ich hab's mir noch nicht angehört. Dragoan! Hyperstrahl! Wie er Hyperstrahl auf einen Menschen einsetzt. Was hat dich aufgehalten, Silver? Warum habe ich so eine dumme Stimme? Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Er hat eine richtig sexy Stimme, ey. Ja, das sind die Radiowellen. Die Treppe ist hier. Woher weißt du das? Silver, wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Okay, tschüss. Warum auch immer. Wir sollten uns trennen. Das war noch nie eine gute Idee. Ja, irgendwie bin ich auch immer noch unterlevelt. Oh. Oh, was? Ah, ich erinnere mich. Oh, das ist cool. Du kannst eh nichts dagegen machen. Hey, eindringlich. Alarm. Oh, ich will auch mal jemanden zu grüßen. Du darfst den nächsten sprechen. Okay. Rocket-Rüppel möchte kämpfen. Mit Traumato. Wen hast du vorne? Marty. Ja, ich meine, Traumato hat relativ gute Werte, was spezielle Verteidigung betrifft. Mhm. Und wir werden es tackeln. Ja, das werden wir. Könnte sogar mehr Schaden machen. Na, geht so. Oh. Und wir werden es wechseln. Weil es bestimmt Traumfresser kann. Wir sollten übrigens unsere Pokémon mal... hier geht's gerade. Hier kann man ganz gut trainieren. Das stimmt allerdings, weil du wirst noch 8 solchen Typen, glaube ich, begegnen. Ich glaube, 9 waren es. Kraftreserve. Blub, 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 blub. Früher dachte ich Kraftreserve, voll die scheiß Attacke. Immer Normaltyp und so. Ja. Same hier. Ich glaube, man kann sogar am Ende dieses Raumes, man muss ja diese Alarmanlage nicht ausschalten. Mhm. Und dann kannst du noch weitere Kämpfe machen, wenn du weiter leveln möchtest. Möchte ich das Pokémon wechseln? Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Was kommt denn? Zubat. Deswegen kommt Mrs. Leaf in den Kampf. Finde ich übrigens einen sehr schönen Namen. Ja, das war die Idee vom... Sehr, sehr schönen Namen. War das Morphos Idee oder meine? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war nicht dabei. Du warst nicht dabei? Ja.
Oh, hast du einen Timer laufen? Ja, naja, im Programm unten drin. 5 Minuten. Okay. Na gut. Mein Tablett muss laden. Ein Silbertablett. Habe ich heute auf Arbeit zu viel gebraucht. Bitte was? Ach so, stimmt ja. Ich dachte gerade, hä? Du hast doch gerade gegen ihn gekämpft. Und ich habe ihn nicht synchronisiert. Rocket Rübe möchte kämpfen. Rocket Rübe schickt Zubat in den Kampf. Ach verdammt, wir schlafen noch. Warti. Warum ist Zubat nur so awesome? Ich meine, es hat nicht mal Augen. Aber das haben viele. Wahrscheinlich naja, gerade okay. Deswegen. Genau, das wird der Hauptgrund sein. Scheiß drauf, ob es bitter ist. Nur bei meinem Zubat interessiert mich das. Jetzt ist dein Freundschaftswert gesunken. Aber das hat mich ganz verwirrt, Donnerschock. Barty ist verwirrt. Natürlich. Weißt du, was eigentlich lustig ist? Späterhin, wenn es dann die Fähigkeiten gibt, wenn du sowas wie, es gibt irgendwie so Elektrofänger, dass die Elektroattacken keinen Schaden machen, ne? Blitzfänger. Genau. Es wäre doch total witzig, wenn du eine Donnerattacke, also eine Elektroattacke eingesetzt hast und dich vor Verwirrung selbst verletzen würdest, dass ich das dann aufheben würde. Oh. Weil, das, wenn ich mich mit Donnerschock selbst verletze als Elektro-Pokémon. Mhm. Aber das ist ja im Prinzip, wenn du dich selbst verletzt, ist das ein neutraler physischer Angriff gegen dich. Ja, im Spiel ja. Ohne Typ. Aber es wäre doch cool, wenn es das nicht wäre. Ja, das wäre es. Steinwurf! Das erinnert mich ein bisschen an Toxic Orb, Skorgro. Erstmal masochistisch selbst vergiften und dann, um sich dann mit der Fähigkeit hochzuheilen. Ja. Slimer, das wirst du leider nicht überleben. Es tut uns auch fast ein wenig leid. Radfratz. Diese Rocket-Typen immer Gift-Pokémon haben. Immer. Gleich kommt ein Smogon. Ja, okay, Radfratz. Es ist lila, also... Fast Gift. Ja, fast Gift, genau. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Die Attacke ist sehr effektiv. Ein bisschen. Ein bisschen sehr effektiv, ja? Ja, ein bisschen sehr Stab-effektiv. Oh ja, hast du auch gemerkt, ich muss, ich wette, Mittwoch muss ich Morphus wieder... Das war der verrückteste Hinweis ever. Warum sagt ihr mir das? Wir werden dich weiter angreifen, bis du einen Geheimschalter aktivierst. Der Nächste wird dir übrigens sagen, wo der Geheimschalter liegt. Ja, eben, der wird dir sagen, oh... Bis du einen Geheimschalter aktivierst, folge einfach immer den roten Pfeilen zum Geheimschalter. Schön. Du suchst nach versteckten Items? Genau. Glaubst du, dass du Glück hast? Nee, ich will da unten lang, damit ich da die ganzen Elektroballs töten kann. Okay. Hast du gesehen, wie da gerade ein Stück von seinem Kopf fehlte? Ja. Alarm! Hast du auch das Ding gesehen, wo wir in der Turmruine waren? Welches Ding? Da war ein Typ, der hatte keine Farbe. Der schwarz-weiße Typ. Ja. Das war sehr, sehr strange, oder? Ja, dem ist vielleicht ein bisschen übel geworden, nachdem er von euch besiegt wurde. Tackel! Dann wurde er ganz blass. Was denkst du? Das war aber ziemlich gruselig im ersten Moment. Ich dachte so. What the hell? Ja, hast wieder gedacht, wir wollten wieder eine Creepypasta erzählen, ne? Ja, ist das jetzt sein Geist oder wie? Das war der Geist der vergangenen Weihnachten. Nein. Frag nicht. Gut. Zubat, yay. Nein, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln. Es kriegt nämlich einen Donnerschock ab. Hat's gemacht. Macht der Donnerschock. Ich höre es leider nicht. Ich habe leider keinen Ingame-Sound, weil das zu kompliziert war. Was heißt zu kompliziert? Du wolltest mich einfach nicht besuchen. Ja, wenn du mich nicht abholst. Ich hol dich auch ab vom Bahnhof. Zu Fuß bitte. Ja, naja, zum Bahnhof laufe ich nicht vom Bahnhof, von hier. Achso, und dann lauf mal hierher? Na, meintest du nicht sowieso, du hättest Bock auf Campen? Ich bin eh die ganze Zeit am Campen in Splatoon, also von daher habe ich das eigentlich Nein. Aber Camping wäre ich übrigens ziemlich dabei. Ja, ich auch. Ich habe schon so lange nicht mehr gecampt. Ich auch schon 2 Jahre. Das klingt so doof, wenn man das einem Gamer sagt.
Weißt du, wenn du jetzt irgendeinen Shooter spielen würdest, dann würde ich da jetzt weiter schlechte Witze drüber machen, aber ich verschone dich. Ich war schon seit zwei... Naja, du weißt halt, ich bin halt, wenn, dann eher der Supporter als der Camper. Ja. Steinwurf. Naja, sozusagen campst du am Spawn. Nein. Doch. Ich wag mich ziemlich weit vor, oh. Wo ist eigentlich Wartrag, wenn man ihn mal braucht? Weshalb? Bam. Naja, er hätte jetzt auch sagen müssen. Ach so, ja, stimmt. Das wäre sein Job gewesen. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ich hab's vorhin auch gesagt und du hast nicht reagiert. Shame on you. Schäm dich selber. Ein Radfratz. Radfratz. Ratzfatz. 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 Ein Ratzfatzes Radfratz. Und noch schlimmer ist Ratzfratz. Bam. Fritz. Radfritz-Cola. Diese Attacke ist sehr effektiv. Warum machen wir eigentlich... Diese Attacke ist sehr, sehr effektiv. Sehr, sehr effektive Attacke. Sehr, sehr effektiv. Ja, ich weiß das schon mit dem Geheimschalter. Brauchst du mir nicht verraten? Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Sag mal, kannst du mir das nochmal erzählen, wie das mit dem Geheimschalter geht? Hey, du bist glücklich, Punk. Los, mach einen weiteren Schritt. Wir haben Fallen in den Boden eingebaut. Hört man noch an der Musik? Ach Moment, die hörst du ja nicht. Wie hat er dich genannt? Ist das der Name, den du eingegeben hast? Nein, ich hab... Punk hat er mich genannt. Ah, okay. Und wie heißt du? Naja, wie heiß ich? Silver. Ah, okay. Aus einem Fehler meinerseits. Ja. Weil ich eigentlich Gold heißen müsste. Stimmt. Aber das ist mir erst zu spät aufgefallen. Silber wäre dein Rivale. Und Morpheus meint, ja, ne, er wusste das, aber er hat gedacht, ne? Klar. Das ist typisch. Der meinte, er meinte so, ja, ich hab gedacht, das wäre Absicht. Ja, klar. Das ist uncool. Ja, das ist es. Nochmal Ratzfatz. Rentata! Komm, Rentata kann auch ein paar... Vielleicht kommt der Lauch wieder. Ja. Ich liebe es. Ich finde, das sollte unser... Und der Blick hier. Das sieht so awesome aus. Es sollte unser Signatur-Pokémon werden. Genau, unser Maskottchen. Ich meine, ich finde Porenta ja sowieso schon ziemlich episch. Ja, Porenta ist awesome. Schade, dass es sich nicht so gut im Competitive spielen lässt. Mhm. Ich glaube, ich würde... Es bestimmt coole Animationen in der 6. Gen. Naja, klar hattest du... Ich habe es, glaube ich, noch nie gespielt. Na, du kriegst doch eins getauscht in der... in der XY. Kann sein, ich weiß es eh nicht mehr. Konnte man eins bekommen. Das hieß Rentata, deswegen habe ich den Namen. Und wenn du Porenta in der 6. Generation Akrobatik beibringst... Ja, Akrobatik. Und das einsetzt, dann verprügelt es die Gegner einfach mit seiner Lauchstange. Stimmt, ich kann mich erinnern. War das Akrobatik? Ja, da fliegt er dann auf den Gegner zu und genau. Man sieht nur noch Wolken. Bam. Oh, das sieht so awesome aus. Bum, 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 bum. Oh, ein wildes Voltoban. Bam, 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 bam. Bestes Pokémon. Ja. Ich wollte eigentlich Flame vorrufen. Dauert eh nicht mehr lange, bis wir drei Elektroball besiegen dürfen. Glut. Das finde ich Glut. Ich habe es extra sein gelassen. Ich dachte auch, die Attacke ist nicht... Ich dachte sowas, die Attacke ist gar nicht mal schlecht. Die ist voll Glut. Und dann habe ich es eigentlich gelassen. Und ja. Aber krass, wenn man das so auf so großen Bildschirm guckt, wie verzerrt das... Also wie pixelig das ist. Und früher war das voll cool, ne? Ja, früher war das... Ich meine, ich finde es immer noch ziemlich cool. Früher war es schon geil, dass man da links animierte Sprites hatte. Slam? Irgendwie nicht so Gutes gegen die. Also werde ich Mrs. Leaf ein wenig trainieren. Ja. Ist Elektro gegen Gestein nicht auch nicht sehr effektiv? Ja, ist normal, glaube ich. Ganz auf jeden Fall schon. Das war aber ein Radfratz, oder? Nee, ein Geodude.
And you, dude. Dude. Fußkick, das ist sehr effektiv gegen Kleinstein. Reicht aber gerade mal für die Hälfte. Ja, Kleinstein hat halt eine Mordsverteidigung, was will man erwarten? Bisschen. Und ich denke, Mogelbaum hat auch nicht so den guten Angriff. Was? Nö, nee, doch, eigentlich schon. Ich habe keine Ahnung über die Werte von Mogelbaum. Können wir gleich mal nachgucken. Keine Ahnung über die Werte von Nicht-Overused-Pokémon. Ja, wo du halt ein Lame-Lame bist. Ja, ich weiß. Mogelbaum! Wenn du das hören könntest, ist das so geil. Da? Also, naja, gut. Der Verteidigung natürlich ein bisschen mehr. Ja, niedrig ist er nicht. Nee, ist nicht schlecht, ne? Passt. Inet ist halt ziemlich am Boden. Wir haben letztens geguckt mit meinen lieben Zuschauern. Ja, als ich mir das Potrott gefangen habe. Das Ding hat ja Werte, ne? Ja, das Ding hat Werte. Bekommen. Gefangen habe ich es ja nicht. Angriff, Spezialangriff, Gen 0. Ja. Alles andere Gen. Gen 200. Unendlich. Ja, Gen unendlich, genau. Bis zur Unendlichkeit und nein. To Infinity and Beyond! Nein. Doch. Mrs. Leaves Attacke ging daneben. Was? Klingt auf Englisch auch nicht besser. Was? Das könnte dich töten. Tra! Oh. Ich bin ein Gesteins-Pokémon, das ist eine Normalattacke. Ach stimmt, Moment. Das war Explosion, oder? Auch eine Normalattacke. Was war das gerade? Finale. Mhm. Sind beides normales. Was war denn das für eine... Gab's da nicht noch eine Kampfattacke? Nee. Die dich selber umbringt? Da war doch irgendwas. Nö, Abgangsbund bringt dich selber um. Ja, nee, ich meine schon... Ja, bist du. Das war eine rhetorische Frage. Ist mir egal, aber das eine ist speziell und das andere ist, glaube ich, physisch. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ich bin verwirrt. Hart verwirrt? Ja. Gibst du mir Moment, wie nennt sich denn das? Antidote. Ein Gegengift. Antidote ist, wie hießen die Beere dafür? Zum Beispiel für die Verwirrung, da gab es eine Beere. Minzbeere ist die Gegenverwirrung. Was? Minzbeere. Kenn ich nicht. Ich wusste nicht mal, dass es eine Minzbeere gibt. Nur in der zweiten Generation. Naja, siehst du. Aber ich könnte dir eine Prunusbeere geben. Oder eine, ich wüsste so ungefähr, wie sie aussieht, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Windows Desktop Gadgets funktioniert nicht mehr. Windows Desktop Gadgets wird neu gestartet. Ja, Leute, das wollte ich auch eben sagen. Was? Jetzt legen sich die über Skype natürlich. Wow. Lucky you. Lucky me. Obwohl in dem Fall eher unlucky, weil du wolltest ja leveln. Löffeln. Was? I don't know nothing. Me knows nothing. Das hat fast Schaden gemacht. Ja, fast sowas ähnliches wie Schaden. Wenn man seine Fantasie walten ließe, wäre es Schaden gewesen. Sika, Sika. Ich wollte eigentlich nach unten. Ja, na schön. Egal. Geodude. Trainieren. Moment, sind wir nicht schon längst über die 20 Minuten drüber? Nö, 18:35. Ah ja, okay. Na klar, hau mir ein Erdbeben rein. Nice. Das könnte ziemlich wehtun übrigens. Ja, naja, es... Vielleicht dachte ich auch an Intensität oder Erdbeben irgendwie so, aber das macht ihm ja selber keinen Schaden. Naja, und never mind. Naja, gut. Das reicht auf keinen Fall. Außer es wäre ein Crit gewesen. Was ist nicht wahr? Das könnte jetzt mal ein Crit werden, weil sonst könnte ich nämlich... Das, Dummes Kleinstein ist dumm. Sehr, sehr dumm. Ich würde es ja gerne fangen, weil es gerade so wenig KP hat, aber ich will die Level haben. Den Level up. Stirb, Kleinstein. Morphos wird mich töten dafür, dass ich versuche, ihn zu imitieren. Ach was. Ich kann ihn nicht imitieren, ich habe das... Ich verrate ihm einfach... Ich verrate ihm einfach... Ich verrate ihm einfach nicht, dass du dabei warst. Und er erinnert sich eh nicht mehr, wo ihr aufgehört habt. Doch, aber er weiß ja, dass ich aufnehmen musste, allein, ohne ihn. Ach so. Weißt du, und er verfolgt das Let's Play. Naja, natürlich verfolgt er es nicht. Naja, er wird schon verfolgen, aber so irgendwie. Lauf rein. Ja, das machen wir in der nächsten Folge.
Oh, Cliffhanger. Was wird wohl passieren, wenn er an dieser Statue vorbeikommt? Genau, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Cliffhanger. Was? Oder sowas in der Art. Ja, genau. Bis dahin, Leute. Tschüss. Sag tschüss. Nein.